zusammenfassend, Stundenlöhne 15, 20, 25, 30 sind nach wie vor eine Katastrophe. Ja, die führen immer zu einer intensiven Prüfung und es ist dann ganz schwer, über andere Argumente die Scheinselbstständigkeit wegzudiskutieren. Stundensätze um die 50 Euro, 60 Euro würde ich persönlich jetzt so als wertneutral mittlerweile einstufen. Das hat sich also geändert seit unserer letzten Telco. Die war, glaube ich, vor einem Jahr irgendwann. Ja, ich glaube. Also ich würde immer mit Tagessätze kalkulieren. Warum? Stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt beim Gericht und der Richter wir möchten dem Richter erklären, dass ich ein selbstständiger Unternehmer bin. Jetzt habe ich einen Tagessatz. Jetzt kann ich dem Richter sagen, der arbeitet dafür 16 Stunden, 20 Stunden, 3 Stunden oder 2 Stunden. Bei einem Stundensatz kann ich nur sagen, der ist eine Stunde oder 60 Minuten oder 2x 30 Minuten oder 4x 15 Minuten. Aber die 60 Minuten werden nicht länger. Deshalb kann ich mit einem Tagessatz eine unternehmerische Leistung viel besser kalkulieren.